Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Ausgabe von Die Matrixer mit Jonathan und Shiva. Und heute einem wirklich sehr spannenden Video. Schön, dass ich das jede Woche sage. Also ein sehr spannendes Thema heute. Ja, heute geht es um die große Frage, wie viele Menschen leben wirklich auf der Erde? Das heißt, die Menschen, die einen physischen Körper haben. Beziehungsweise, ja, wie viele laufen hier auf unserem Planeten durch die Gegend? Ob mit oder ohne Seele. Ja, richtig. Und da haben wir uns drüber Gedanken gemacht. Und ja, wir haben hierzu nämlich zwei Möglichkeiten, wie wir an das Thema herangehen können. Interessant ist ja beispielsweise, auf Statista.com finden wir nämlich, wie viele Menschen in jedem Land leben. Hm. Und der Punkt dabei ist, dort ist die Zahl bis auf die letzte Person genau notiert worden. Das heißt also, die Statistik, die öffentliche behördliche Statistik geht davon aus, dass sie jeden Menschen auf dem Planeten gezählt haben, in jedem Land. Und ja, das geht ja schon mal gar nicht, oder? Nein. Das geht schon mal gar nicht. Weiß jeder, der schon mal vielleicht den Zensus auch mitgemacht hat. Einer geht nicht an die Haustür oder der andere weigert sich oder dann lebt der andere auf der Straße. Also es ist schon mal grundlegend gar nicht möglich. Ja, das auch. Und natürlich, auf der ganzen Welt gibt es so viele Orte, wo man gar nicht so hinkommt. Ja. Außer sie haben im Weltall einen Riesenscanner. Dann kommt noch der Punkt dazu, dass wir aus zuverlässiger Quelle wissen, dass es immer zwei Statistiken des Zensus gibt. Ja. Eine öffentliche, die dann halt für jeden im Internet einsichtig ist, ne? Sichtbar dargestellt wird, publiziert wird. Und dann gibt es auch die geheime Statistik, wo alles drin steht, wie es sich wirklich verhält. Ja, also das, was ihr da im Internet seht, ist eigentlich eine aufgehübschte Version. Sollen wir ein Beispiel sagen? Ein geheimes Beispiel. Ja. Wir verraten euch jetzt ein geheimes Beispiel. Hast du da eins? Ja, wir kennen jemanden, der da arbeitet oder nicht mehr arbeitet. Und von dem haben wir viel spannendere Zahlen bekommen als von Statista.com. Was glaubt ihr, wie viele deutsche Kinder bis 6 Jahre leben noch wirklich in Deutschland? Oder wie viele deutsche Kinder existieren noch in Deutschland bis 6 Jahre? Und was sagt die inoffizielle Statistik? Ich weiß die Zahlen nicht mehr ganz genau, aber es waren 4 oder 6% nur noch deutsche Kinder. Ja. Das ist schon heftig. Genau wie die Gesamtbevölkerungszahl deutscher Einwohner. Da denkt man ja, das ist zwar mindestens mal noch 50-60%. Es ist deutlich weniger. Deutlich. Statista.com sagt, wir haben irgendwie 8,3 Milliarden Menschen wirklich auf der Welt. Hm. Ja, und das wollen wir uns heute mal kurz anschauen. Und zwar aus zwei Perspektiven. Die erste Perspektive ist, was sagen die Statistiken und was ist daran falsch? Und wo wurde da an den Zahlen gedreht? Und der zweite Punkt in diesem Video ist dann, dass wir auch eine Abfrage gestartet haben, bei der wir dann eben feststellen werden, wie laut unserer medialen Fähigkeiten wirklich auf der Erde herumlaufen. Also das sind die beiden Teile des Videos. Und wir können gleich sagen, einer von beiden lügt. Ja, wir haben das sehr genau abgefragt. Wir haben auch nicht nur für die Menschen, sondern auch für Statisten abgefragt, für Klone abgefragt, für die bekannten Kontinente auf dem Planeten, für die unbekannten Kontinente auf diesem Planeten und für die Innerirdler. Also lasst euch überraschen, das werden spannende Zahlen. Ja, einige von euch werden jetzt vielleicht denken, mein Gott, womit beschäftigt ihr euch denn mit irgendwelchen Zahlen und Leuten, die ihr auf der Welt zählt und so weiter? Hast du völlig recht. Ne? Eigentlich ist es völlig Quatsch, aber wir fanden es witzig. Ja, wir fanden es echt witzig. Ja, und darum haben wir uns gedacht, machen wir das Video und ja, wir analysieren jetzt mal, wie viele Menschen laufen wirklich auf der Erde herum und stimmt das überhaupt mit dem Gerücht,
wir leben in einer überbevölkerten Welt. Ja. Also laut Statista.com und einigen anderen Statistiken, offiziellen Statistiken, sollen sich ja in China 1,5 Milliarden Menschen befinden. In Indien haben wir 1,4 Milliarden. In der EU haben wir 500 Millionen. Und in den USA haben wir so 350 Millionen. Okay. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, bei diesen Statistiken ist die Zahl wirklich bis auf die letzte Stelle genau notiert worden. Ja. Richtig. Und wenn natürlich hier die Zahlen bis auf die letzte Stelle notiert worden sind und die sich meistens auf den Zensus berufen, also auf die Volkszählung, ne, dann berufen die sich weitgehend wohl auf die Volkszählung. Aber stimmt die Volkszählung? Ist die Volkszählung wirklich so aufgebaut in den Ergebnissen, dass das überhaupt alles stimmt? Ja, und das wollen wir uns anschauen und werden vielleicht dabei herausfinden, dass das alles so nicht stimmen kann. Ja, ja, also Beispiel China. Ja, 1,5 Milliarden Menschen sollen dort leben. Ja, da sollen 53% der Gesamtbevölkerung Chinas in Städten leben. Das heißt, 750 Millionen etwa von allen Chinesen leben in Städten. Und etwa 47%, also der Rest, die zweite Hälfte, lebt in Dörfern und auf dem Land. Laut Statista. Ja, dann schauen wir uns das doch mal näher an. Dann machen wir die Statistik. In China gibt es 31 Großstädte. Und in diesen Großstädten leben laut der Zählung schon mal so Pi mal Daumen 250 Millionen Menschen. Okay. Ja. Gut. Wo leben dann die anderen 1,25 Milliarden? Anscheinend dann in kleinen Städten und Dörfern und auf dem Land. Demnach. Das bedeutet, wenn 1,25 Milliarden in Kleinstädten und Dörfern leben, und wir gehen jetzt mal davon aus, es leben so 1.000, 2.000 Leute in so einem Dorf, dann müsste es ja dem über 1,2 Millionen Dörfer geben in China. Und das ist ein bisschen viel. Du warst doch mal in China. Hast du da so viele Dörfer gesehen? Also ich bin von Süden nach Norden gefahren, von Osten nach Westen. Nein. Wie war das denn da so? Ist es so wie in Deutschland, dass du eben so alle 5 Kilometer in so ein Dorf reinkommst? Nee, weit weniger. Also grundlegend auf dem ganzen Planeten, auch in Indien ähnlich. Dann sind wir auch durch Amerika, Nord, Süd hinher und viele Länder dieses Planeten. Stimmt nicht. Also die sind alle so wenig besiedelt, da fährst du manchmal 100 Kilometer und siehst nicht mal einen Menschen. Also eher so wie in den USA vielleicht. Ja, so etwa, wer schon mal dort war. Also gehen wir jetzt mal davon aus, die Statistik stimmt so nicht. Da müssten wir natürlich mal herausfinden, wie viele leben denn jetzt wirklich in China? Ja. Und es gibt natürlich noch viele andere Statistiken, beispielsweise die Nahrungsmittelversorgung in ganz China. Was haben die für Erträge in Reis, Getreide, Kartoffeln. Fleisch, Kartoffeln und was es alles so gibt? Ne? Ja, und natürlich in China 1,5 Milliarden Menschen versorgen, da braucht man schon viel Zeug. Ja. Was geerntet werden muss, produziert werden muss und. Ne? Und ja, laut Statistik verhält es sich so, dass ungefähr 0,4 Tonnen pro Kopf in China berechnet werden, die er im Jahr eben, ja, futtert. Ne? Okay. Verbraucht. Ja, das heißt also, weitere 0,6 Tonnen im Jahr werden benötigt, um Tiere zu füttern, um anzupflanzen, um Gebäcke herzustellen und was weiß ich nicht alles, ne, um das hier alles hinzubekommen. Also haben wir hier ungefähr eine Tonne pro Jahr pro Kopf in China. Also müsste die Produktion von allen Getreide, Reis, Kartoffeln, Fleisch, alles was eben dazugehört, bei 1,5 Milliarden Tonnen im Jahr liegen. Und dann wird noch nichts exportiert, oder? Ja.
Okay. Korrekt. Und China ist ein großes Exportland, die sehr viel exportieren. Also müssten sie dann mindestens 2 bis 3 Milliarden Tonnen im Jahr pro Jahr produzieren. Tun sie aber nicht. Denn wenn man sich die Statistiken anguckt, sehen die ganz anders aus. Die sind nämlich viel, viel niedriger, was sie da produzieren. Denn wenn man sich diese Zahlen mal anguckt, wie viel die in Wirklichkeit produzieren, sieht man nämlich, dass das mit den 1,5 Milliarden niemals stimmen kann. Aber anscheinend kommen ja alle hin. Da ist zwar jetzt nicht Überfluss vorhanden in China, weil vieles auch exportiert wird. Aber wenn man sich diese Zahlen an Getreideproduktion und Fleischproduktion alles anschaut, ergibt sich daraus nämlich eine ganz andere Bevölkerungszahl. Nämlich eine von ungefähr 250 Millionen in den Städten leben und 230 Millionen auf dem Land. Und das war's. Nichts 1,5 Milliarden, sondern anhand dieser Zahlen kann man nämlich errechnen, dass ungefähr nur eine 500 Millionen Menschen in ganz China existieren. Und ähnlich verhält es sich auch mit Indien, oder? Nur da ist es noch extremer, glaube ich. Ja, Indien ist noch extremer, genau. Da wird ja behauptet, es wären 1,4 Milliarden Menschen, die dort leben. In Indien leben nämlich laut Statistik 23% in den Städten. Die restlichen 77% leben irgendwo auf dem Land oder in Dörfern. Bei 1,4 Milliarden. Das würde bedeuten, dass 500 Millionen Menschen in den Städten leben und 900 Millionen auf dem Land. Wikipedia beispielsweise sagt, es leben nur 110 Millionen in den Städten. Okay. Auch interessant. Auch interessant. Ja, das heißt, die anderen 1,3 Milliarden leben alle auf dem Land, auf Dörfern. Ja. Wie viele Dörfer müsste es dann da geben? Na? Millionen. Interessant ist auch die Statistik auf erusa.de. Die sagen beispielsweise Folgendes. Nahezu 23% der indischen Bevölkerung wohnt in Städten. Die drei Großstädte Bombay, Delhi und Kalkutta haben zusammen über 27,5 Millionen Einwohner. Das sind ca. 33% der Gesamtbevölkerung Indiens. Also laut Erusa haben wir also nur 90 Millionen Inder. Okay. Ja, also ist schon witzig, da sieht man erstmal die Relativität dieser ganzen Statistikaussagen. Die einen sagen dies, die anderen sagen das. Und im Mainstream wird ja groß verkündet, wir leben alle in einer überbevölkerten Welt. Ja. Und Indien ist da ein sehr gutes Beispiel. In China haben wir ja jetzt so ein bisschen mitbekommen, haben sie die Zahlen um das Dreifache wohl frisiert. Oder sie haben sich verrechnet. Frisiert, ja. Ja, und in Indien können wir nämlich herausfinden, sehr leicht, dass die Zahlen sogar um das Fünffache übertrieben haben. Ja. Ja, also in Indien machen sie dann das, eigentlich haben wir dann eigentlich nur ein Fünftel und in China nur ein Drittel von dem, was angegeben wird. Richtig. Ja, daraus haben wir den Schnitt gemacht und haben gedacht, ja, dann haben sie auf der ganzen Welt wohl, naja, um das Vierfache beschissen. Ja, und wenn man ausgeht, dass wir ungefähr 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben, und wir eben das Vierfache davon wegnehmen, haben wir eigentlich ja doch nur 2 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wie gesagt, wir sind durch viele Länder dieser Erde gefahren. Indien, USA, China, Gesamtasien generell, Südamerika. Und wir können bestätigen, dass ungefähr, also für mich waren mindestens 80% der Landflächen unbewohnt, würde ich sagen. Also da kannst du tatsächlich hunderte Kilometer fahren, ohne auf nur überhaupt einen Menschen zu treffen. Ja. Geschweige denn auf Dörfer. Also in den USA, weißt du noch? Ja, USA. Ja, stundenlang durch die Gegend gefahren, dass man schon immer auf die Tankuhr guckte und dachte, hoffentlich reicht das bis zur nächsten Tankstelle. Und wir haben auf der ganzen Fahrt von, keine Ahnung, 300, 400 Kilometer, ne, durch das Nichts zu fahren sozusagen, durch die Einöde, wo dir vielleicht jede Stunde mal ein Auto entgegenkommt. Ja, und wir sind Wenn überhaupt, da hast du noch Glück. So durch Gesamtamerika, also wir haben
tausende Kilometer gefahren. Ja, und manchmal kam einem stundenlang jemand entgegen. Wir dachten schon, wenn hier jemand mal das Benzin ausgeht, ja, der kann hier anscheinend einen halben Tag warten, bis mal jemand vorbeikommt. Ne? Und der dann noch anhält. Und der dann noch anhält. Und dir vielleicht einen Benzinkanister in die Hand drückt. Also da, ich glaube, da sind schon einige Leute bei gestorben. Kann ich mir vorstellen. Ja, da standen noch ein paar Skelette mit einer Fahne. Genau. Oder mit einem per Anhalterzeichen oder so. Ja. Jedenfalls, ja, das ist so unser persönlicher Eindruck. Ne? Also, dass wir durch die Länder gefahren sind und haben dann halt wirklich gedacht, hier wo lebt sind ja die niemand. Menschen? Wo sind die Menschen? Ne? Also schon sehr interessant. Aber natürlich haben wir auch die Sache nicht nur jetzt von der Logik her angegangen, so wie wir das jetzt gerade erklärt haben, und haben die Statistiken verglichen, ne, China, wie viel sollen da leben, wie viel sollen in Indien leben, wie viel benutzen die an Getreideproduktion und Weizen und Reis und was weiß ich nicht alles. Und wie passt das mit der Verköstigung der dortigen Bewohner und so weiter. Ne? Und nein, wir haben auch medial uns das angeschaut. Das heißt, wir haben also unsere Fähigkeiten genutzt und haben dann gleich mal hier Shiva gefragt, die soll mal Kontakt aufbauen, ne? Und soll mal abfragen, wie sich die Zahlen wirklich verhalten. Also spannende Ergebnisse. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt zwei Zahlen. Das heißt, die erste Zahl ist die öffentliche Statistik. Die sagt, wir haben ungefähr 8,3 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Unsere linkslastige Gehirnhälftenanalyse, ne? Also unsere logische Analyse, hat herausgefunden, nein, es gibt maximal 2 Milliarden auf der Welt. Und jetzt schauen wir mal, was unser innerer Kontakt dazu sagt. Genau. Den fragen wir jetzt mal. Ne? Bitte legt uns, nagelt uns nicht auf die Zahlen fest. Wir haben auch hier die Zahlen etwas ab- und aufgerundet, damit die Rechnung am Ende etwas einfacher ist und aufgeht und für alle verständlich ist. Also wenn ich irgendwann mal im Zoom-Meeting eine andere Zahl sage, dann nur, weil die anderen Zahlen hier auf- und abgerundet sind. Aber in grob etwa stimmt sie, stimmen alle Zahlen und genau. Also unsere mediale Abfrage, unsere paranormale Abfrage oder wie immer man das nennen möchte, hellseherische Abfrage, sucht euch einen Begriff dafür aus, sind natürlich nur grobe Zahlen. Wir können leider keine Zahlen liefern, die bis auf den letzten Kommastelle korrekt sind. Wir können nur ungefähre Zahlen liefern, ja. Wie hoch ist die Gesamtbevölkerung vom Planeten Erde, haben wir dann erfragt. Was kam dabei raus? Alle physischen Körper auf dem Planeten, sind rund 1,6 Milliarden. 1,6 Milliarden, gut. Keine 8 Milliarden, okay. Unser medialer Kontakt sagt, nein, 8 Milliarden ist Schwachsinn, es sind nur 1,6 Milliarden. Nun gut, dann bauen wir mal auf diesen Zahlen auf. Und 1,6 Milliarden durch die mediale Abfrage, würde ich sagen, kommt schon eher mit den 2 Milliarden hin, die wir so mit Hilfe der Logik herausgefunden haben. Also wir haben jetzt drei Zahlen. Die öffentliche Zahl im Internet 8,3 Milliarden. Unsere errechnete Zahl liegt bei 2 Milliarden ungefähr. Weil ja bei vielen ungefähr im Durchschnitt um das Vierfache übertrieben worden ist in den öffentlichen Zahlen. Ja, und wir haben jetzt eine mediale Zahl, 1,6 Milliarden. Ja, aber was wir bei der ganzen Rechnung ja noch gar nicht berücksichtigt haben, sind ja die Statisten. Sind denn die Statisten in den abgefragten 1,6 Milliarden denn drin? Ja, die sind inklusive. Ah, die sind inklusive. Das heißt, Aha. Wir haben weit weniger beseelte Menschen als die 1,6 Milliarden. Ja, wenn wir davon ausgehen, so wie wir immer gesagt haben, und wir rechnen jetzt großzügig, ja, sagen wir 80% sind Matrix-KI-erzeugte Menschen. Dann bleiben nur noch 20% übrig. Das heißt, es gibt also laut Abfrage nur 400 Millionen Menschen auf der Erde. Ja,
Ungefähr 400 Millionen. Also ich habe das natürlich alles abgefragt. Tatsächlich, die Zahlen stimmen. Ja, also 400 grob. Millionen sind also... Bisschen weniger, aber ja. Beseelte Menschen. Ja. Das ist ja nicht viel, ne? Nee. Also jetzt im Vergleich zu den 8 Milliarden. Nee. Ne? Das heißt ja, wir haben immer noch 1,2 Milliarden Statisten. Richtig. 1,2 Milliarden Statisten haben wir also und 400 Millionen Menschen, ja, die mit einer Seele sich hier in einen Körper projiziert haben lassen, sag ich mal. Ja. Ja, ja, und von den knapp ungefähr 400 Millionen physischen Körpern mit Seele sind ungefähr 5% Starseeds. Ja, Starseeds also bedeutet jene, die sich von außerhalb der Matrix mit Hilfe hochmoderner Technologie in die Matrix eingehackt haben und einen menschlichen Körper übernommen haben. Über Kryokapseln. Ja, also über die Kryokapseln, ihr erinnert euch. Ja, und wir haben herausgefunden, dass ungefähr 7% Klone auf dieser Welt existieren. Ja, laut medialer Abfrage 7% Klone, ja. Haben wir halt mal so gefragt. Und wie viele von diesen 7% Klonen sind denn, beseelt? Weit weniger als die Hälfte. Aha. Also 3% von den 7% Klonen sind beseelt. Das heißt, wir haben also 5% Starseeds, die mit moderner Technologie reingekommen sind und dann 7% Klone in etwa. Also das heißt, 88% sind hier über die Urquelle, von der Urquelle direkt hier reingekommen oder eben sonst wie hier hineingekommen oder sind schon immer hier gewesen. Ja. Man weiß es nicht. Und haben sich vielleicht schon 37.000 Mal reinkarniert. Ne? Durchaus möglich, weiß durchaus man ja möglich, nicht. Ja. Und was haben wir noch nicht mit einberechnet? Richtig, die innere Erde. Genau. Es gibt ja auch Menschen oder Wesen, die unterirdisch leben. In riesigen Höhlen, die so groß sind wie Bundesstaaten. Ja. Ja. Da habe ich abgefragt, das müssten so um die 300, 350 Millionen sein. Das heißt also, auf der Erde leben ungefähr 400 Millionen Menschen und in der Erde auch 300, 350 Millionen. Das ist ja ziemlich ausgeglichen. Ja. Ja. Aber die Sache ist die, in der inneren Erde gibt es keine Statisten. Also von den 350, 300 Millionen, die in der inneren Erde leben, sind alle beseelt. Aha. Ja, das würde ja dann mit unserer Zahl dann wieder übereinstimmen. Mhm. Dass also das Verhältnis eigentlich ziemlich ausgeglichen ist. Ja. Ja, und so wie man eben an der öffentlichen Statistik gern mal herumgeschraubt hat, um alles so aussehen zu lassen, als wäre der Planet völlig überbevölkert, so haben sie auch ein bisschen bei den Kontinenten rumgeschraubt. Und dazu gibt es ja auch ein Video von uns. Und jetzt kommt der Knaller, ne? Ja. Ja, wir hatten ja vorhin gesagt, wir haben 350 bis 400 Millionen beseelte physische Körper auf der Erde. Aber wie viele davon leben auf den von uns bekannten Kontinenten und wie viele auf den uns nicht bekannten Kontinenten? Denn die gibt es ja. Das ist eben der Knaller an der Geschichte. Aber die Erde ist doch viel größer, als uns mitgeteilt worden ist. Sind die 350 Millionen irgendwie, jetzt abzüglich Statisten und so, ne? Sind die denn jetzt alle auf der ganzen großen Erde verteilt? Ne? Ja, sind sie tatsächlich. Also auf den uns bekannten Kontinenten Asien, China, Amerika, Südamerika, Europa etc. Leben tatsächlich von den knapp 350 bis 400 Millionen nur ein Drittel. Das heißt, auf der uns bekannten Welt leben nur circa nach Abfrage 125 Millionen beseelte physische Körper. Das ist doch krass, oder? Aber es macht halt auch Sinn. Weil wenn wir im dissoziativen Zustand sind, haben wir auch gesehen, in Großstädten, in Mexiko zum Beispiel, haben wir gesehen, da war außer uns nur ein einziges weiteres beseeltes Wesen. Und das war eine Stadt von 500.000 Einwohnern. Oh.
Also wenn man mal sich die Welt von oben anguckt vielleicht, sieht man 120 Millionen leuchtende Punkte und dann noch die anderen 350 Millionen auf der anderen Seite des Planeten, den wir nicht sehen dürfen. Ja, also sehr spannend, ne? Obwohl ich jetzt schon einige sagen höre, ja, und wie kann es dann sein, dass dieses Video auf YouTube 1,2 Milliarden Zugriffe hat? Ach so, hat es? Wird es haben? Ja, wir haben nämlich ganz viele Statistenfreunde. Ja, genau. Ja, weil 2 Milliarden sind ja da, die YouTube gucken können, theoretisch. Naja, jedenfalls, das wollten wir euch kurz mal mitteilen und glaubt nicht jede Statistik, die ihr liest, ne? Und es wird ja immer zwei Lager geben. Es wird immer das Lager geben, das unsere Statistik nicht glaubt, und es wird immer ein Lager geben, das die öffentliche Statistik nicht glaubt. Ja. Also egal, was man im Internet so von sich gibt oder bei YouTube, die eine Hälfte wird es toll finden, die andere nicht. Ja. So ist eben das Leben in der Dualität der Matrix. Schön gesagt. Ja, das wollten wir euch mal mitteilen, wie es sich so mit der ganzen Weltbevölkerung und dem Thema Überbevölkerung verhält. Und jetzt seht ihr, was wir davon halten, wie wir das ungefähr einschätzen. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Ciao. Tschüss.